Ja, meine Damen und Herren, freue mich wieder mal hier zu sein. Allerdings hat mir gleich die Aufgabe gestellt, keinen Vortrag zu halten, sondern einen TED-Talk. Ich bin da mal durchs Internet geschwurbelt und geguckt, was ist das denn eigentlich, ein TED-Talk? Und habe festgestellt, ist eigentlich auch ein Vortrag, nur mit schöneren Bildern, gewaltigeren Worten und völliger Verzicht auf Fakten oder gar Beweise. Das kann ich auch, das probieren wir dann mal. Dann habe ich natürlich festgestellt, der Titel, das war unser Arbeitstitel, den ich mit Kilian Müller besprochen hatte, das passt natürlich gar nicht zu einem TED-Talk. Dann haben wir uns gesagt, naja, Industrial Metaverse ist auch cool, aber fehlt ja der Purpose. Und deswegen schlage ich vor, wir nennen den Vortrag jetzt einfach Scheitert die Energiewende an der misslungenen Digitalisierung. Ich weiß, da gab es auch schon mal eine Podiumsdiskussion für. Der Vortrag ist genau derselbe, aber der Titel ist jetzt eben TED-Talk-tauglich. Und jetzt legen wir mal los. Dann hat man mir gesagt, ja, du brauchst gar nicht Pepper und Fuchs vorstellen. Das macht der Moderator, musst du gar nicht. Wieso denn müssen? Ich mache ja nichts lieber als das und deswegen müssen sie jetzt da durch. Wir sind also ein typischer Mittelständler, nicht ganz so ein Hidden Champion wie vielleicht Harting oder Wago, die wirklich hidden sind. Also wenn sie mal in Esfelkamp gewesen sind, dann wissen sie, was hidden bedeutet. Wir kommen ja nur aus Mannheim, das ist nicht ganz so hidden, aber auch nicht schöner. Das wollen wir auch mal ganz klar feststellen. Wir haben eine Milliarde Umsatz zum Ende des letzten Jahres gemacht, das erste Mal die Milliarde überschritten. Wir sind halt auch so ein typisches Familienunternehmen, jetzt in der dritten Generation. Unsere Aktionäre halten nach wie vor 100% unserer SE-Aktien in diesen beiden Familienstämmen, Pepper und Fuchs. Also da hat sich über die Generationen auch gar nichts geändert. Und ist vorhin schon angesprochen worden, wir haben natürlich auch eine erhebliche Exposition in China. 20% unserer Umsätze machen wir da. Und unsere Politik bemüht sich ja nun nach Kräften, uns das Leben da so schwer wie möglich zu machen. Wir müssen uns also überlegen, wie werden wir unsere Supply Chain, aber vor allem unsere Absatzstrukturen dort sichern können. Müssen wir in die nächste Generation China for China einsteigen oder was ist zu tun? Das ist für uns alle ja noch ein Riesenfragezeichen. Es gibt auch keine richtige Strategie, weil unklar ist, mit welcher Zielsetzung die Politik, Geopolitik im Moment überhaupt betrieben wird. Das macht mir wirklich zunehmend Sorgen. Man hat manchmal den Eindruck, die sitzen da im Kabinett zusammen und sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir ohne Industrie Wohlstand schaffen können. Lass uns doch mal ausprobieren. Ja, und das ist im Moment der Weg, den wir sehen. Und das macht mir Angst, mit was für einer Leichtfertigkeit man da über die Grundstoffindustrie entscheidet. Sagt, naja, die sind halt energieintensiv, Pech gehabt, gehen sie halt nach USA. Da hängen wir mit dran, ja, weil wir die ausstatten, diese Grundstoffindustrie. Und ich mache mir über unser Unternehmen da gar keine Sorgen. Weil wir werden halt woanders unterwegs sein. Wie gesagt, wir stehen ja schon global als große Mittelständler. Ich mache mir Sorgen, wenn diese vielen betriebswirtschaftlichen Einzelstrategien zu keinem volkswirtschaftlich vernünftigen Bild mehr führen. Dann wird das hier für den Standort eine Katastrophe. Und dann haben wir vielleicht auch kein Fachkräfteproblem mehr hier in Deutschland. Schauen wir mal. Ja, aber was wir vor allem leisten müssen, ist die Transformation unserer Gesellschaft. Das ist völkerrechtlich committed. Im Paris-Abkommen haben wir das unterschrieben und dann hat die Frau von der Leyen gesagt, das ist mir zu wenig sportlich, wir ziehen das nochmal 5 Jahre vor und wir machen auch nicht 80%, sondern wir machen 100% CO2-Förderung. Und wir haben alle gesagt, prima, gute Idee, mach mal. Und jetzt sagt die, nee, nicht ich, ihr müsst das machen. Und wir haben jetzt das Problem. Wenn wir ohne weitere Anstrengungen einfach so weitermachen wie heute, dann bräuchten wir im Jahr 2045 ungefähr 4.700 Terawattstunden Energie. In 2019 haben wir 3.600 Terawattstunden verbraucht. Wenn wir weiter so machen wie bisher, und es ist ja nicht so, dass wir uns nicht schon angestrengt haben, wir kommen darauf noch zu sprechen, dann werden wir nur noch 2.500 Terawattstunden Energie verbrauchen. Das reicht aber nicht, weil wir mittlerweile gelernt haben, das können Sie da in der Klimafadestudie nachlesen, das ist nach wie vor ein sehr interessantes Dokument, hat nur das Problem, die ist, wie Sie dort erkennen, 2021 veröffentlicht worden und da hat Gas noch eine wichtige Rolle als Brückentechnologie gespielt. Da können wir jetzt ein Ei drüber backen, das wird nichts mehr. Das heißt, der Pfad, der hier beschrieben wird, den gibt es nicht mehr, sondern wir werden einen neuen Pfad einschlagen müssen und da sind wir uns alle noch nicht darüber im Klaren, wie sieht denn der Pfad eigentlich aus? Wie soll er denn aussehen? Wie werden wir Grundlastfähigkeit herstellen können, wenn wir uns nur noch aus erneuerbaren Energien speisen? Das wollten wir über viele Jahre mit Gaskraftwerken brücken. Das können wir jetzt nicht mehr tun, weil Gas zu teuer ist und auch politisch nicht mehr opportun. Also müssen wir was anderes tun. Die Antwort darauf finden Sie leider nicht mehr in dieser Klimafadestudie. Aber die Basisdaten, die sind alle okay, kann man dort nachlesen, kann ich auch nur empfehlen, das zu tun, können Sie sich auf dem Netz runterladen. So, das sind die Anstrengungen, die wir bisher hatten. Von 1990 bis heute haben wir jedes Jahr
unser Bruttosozialprodukt nominal um 2% erhöht und unsere Treibhausgasemissionen um 1,5% reduziert. Also ein schönes Dreieck, was da aufgegangen ist. Das ist ganz gut. Aber es reicht einfach von der Geschwindigkeit nicht aus. Hier ist nochmal eine McKinsey-Darstellung, wo wir überall Treibhausgasemissionen von 1990 bis 2019 in dem Fall eingespart haben. Und da sehen Sie auch gleich, wer die bösen Buben sind. Das ist natürlich der Mobilitätssektor. Der hat überhaupt nichts eingespart. Warum nicht? Weil wir alle technischen Errungenschaften, die zu weniger Energieverbrauch geführt haben, gleich genutzt haben, um unsere Autos noch leistungsstärker zu machen. Also wer heute noch ein Auto unter 300 PS fährt, der ist ja vollkommen untermotorisiert. Wenn man dann auf der Autobahn fährt oder versucht zu fahren mit 90 Stundenkilometer im Stau, da braucht man die 300 PS. Und natürlich braucht man auch ein SUV, der voll geländetauglich ist, obwohl der natürlich so schön ist, dass man damit nie ins Gelände fahren wird. Der sieht ja aus wie Sau danach. Also fahren wir mit diesem Allradgetriebenen Monstern auf der Straße. Ich auch, by the way. Ich liebe das, ich sitze ein bisschen höher und was man alles so für Argumente hat, warum man solche Autos braucht. Also wir haben es eben nicht genutzt, diese Technologie im Sinne der Transformation zu nutzen. Wir haben es genutzt, um das noch intensiver zu tun, was wir sowieso gerne tun. Also wir sind natürlich alle wirklich Verbrennungsmotor-Junkies und jetzt ist das vorbei, Ende aus. Wenn Sie noch einen Oldtimer haben, dann können Sie noch ein paar Jahre fahren. Alles andere wird batterieelektrisch werden. Und das hat nichts mit mangelnder Technologieoffenheit zu tun. Ich komme da gleich drauf zu sprechen. Ja, und das ist das Klimaschutzgesetz 2.0. Das sagt, wir müssen uns anstrengen, um wenigstens 2000 Terawattstunden in 2045 dann aus rein erneuerbaren Energien bereitzustellen. Mehr ist einfach nicht drin. Die alte Überlegung, wir substituieren einfach alles, was wir vorher gemacht haben, durch erneuerbare Energien, dann ist alles gut. Das haben mittlerweile auch die Thinktanks, die das immer proklamiert haben, verstanden. Das schaffen wir nicht. Es ist nicht zu packen, 4700 Terawattstunden erneuerbar aufzubauen. Das schaffen wir nicht und wir können es auch nicht zukaufen, weil die anderen dieselben Probleme haben wie wir. Wenn man früher gesagt hat, naja, Deutschland war ja doch nie energieautonom, wir haben doch immer Energie eingekauft. Ja, warum denn? Weil sie in Saudi-Arabien im Strohhalm in den Sand bohren kommen, kommt Öl raus. Dann haben wir das von denen gekauft. Aber wenn die in Saudi-Arabien jetzt grünen Wasserstoff herstellen müssen, dann müssen die genauso investieren wie wir. Warum sollten die das machen, wenn die von uns kein Preispremium dafür bekommen? Also es wird doch klar sein, dass wir einen großen Teil dieser erneuerbaren Energien selber machen müssen. Und das ist absolut illusorisch zu glauben, dass wir diese 4700 Terawattstunden jemals erreichen. Das heißt, wir müssen runter, unsere Anstrengungen noch weiter erhöhen. Das ist der Pfad. Man kann den Energieeffizienzpfad nennen. Im ZVI nennen wir den gern den All Electric Society Pfad, also alles elektrifizieren. Und dann erreichen wir das, dass wir unsere Industrie weiter wachsen lassen können, unseren Wohlstand wachsen lassen können und trotzdem weniger Energie verbrauchen und damit auch signifikant weniger Treibhausgase erzeugen. 2045 ist es dann null, wenn wir wirklich alle Energie, die wir hier verbrauchen, faktisch erneuerbar erstellen. Ja? By the way, das ist der Ausbaupfad von Photovoltaik und Wind. Man sieht also, das ist etwa die Hälfte dessen. Die andere Hälfte ist dann eben Bio und es ist sehr viel grüner Wasserstoff, von dem wir auch glauben, dass wir den Großteil kaufen werden von anderen Ländern, die bessere Bedingungen haben, den grünen Wasserstoff herzustellen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir da einen Laden finden, was das macht für uns, dass uns da die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Da kommen dann immer so Kandidaten wie Südafrika. Ja. Ah, super Küste, die können ganz viel Wind machen und dann kommt da der grüne Wasserstoff und da freuen die sich, dass sie uns den verkaufen dürfen. Ja, das mag vielleicht sein. Nur Südafrika ist das einzige Land auf der Welt, das den wesentlichen Anteil seines Treibstoffs für die Fahrzeugflotten aus der Coal-to-Liquid-Prozessen, das macht die Sasol, generiert. Das heißt, da wird Kohle in flüssigen Brennstoff verwandelt. Das ist so ziemlich das CO2-intensivste Verfahren überhaupt. Solange da noch ein Liter dieses Brennstoffs verbraucht wird, macht das für die überhaupt keinen Sinn, grünen Wasserstoff an uns zu liefern. Also die müssen sich selbst erstmal dekarbonisieren, bevor das überhaupt Sinn macht. Das ist etwas sehr kurzfristig gedacht. Und grünen Wasserstoff aus Saudi-Arabien ist auch toll, solange die ihr Geld immer noch damit verdienen, Öl und Gas zu verkaufen. Das macht vor dem Hintergrund des Weltklimas einfach überhaupt keinen Sinn, solche Strategien, sondern das ist perspektivisch nach 2045, dass wir dann mal so viel grünen Wasserstoff haben, dass wir vielleicht sogar den Überfluss haben und den Überfluss managen müssen. Bis 2045 ist das keine Strategie, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir da im Trockenen stehen werden, wenn wir uns allein auf diese Strategie verlassen. Tja, und wie erreicht man das nun? Die weiteren Anstrengungen runter auf den Energieeffizienzpfad der All Electric Society durch drei wesentliche Faktoren. Elektrifizierung,
Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung. Jetzt geht bei Ihnen allen das Herz auf. Das ist ja genau das, was wir machen. Wir werden natürlich die ganz großen Profiteure dieser Transformation sein. Ja, das glaube ich auch. Wenn Sie sehen, wie die Elektrotechnik als verarbeitendes Gewerbe sich von den anderen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes bereits entkoppelt hat, also schneller wächst, dann ist klar, wir sind die Profiteure dieser Geschichte. Aber auch für uns ist das natürlich eine Zangengeburt. So einfach geht das nicht. Wir werden nämlich diese Beiträge leisten müssen und wissen zum Teil noch nicht, wie wollen wir das denn eigentlich machen. Elektrifizierung, okay, das kriegen wir hin. Ja, ein kleines Beispiel, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, wir müssen technologieoffen sein, wir brauchen noch den Verbrennungsmotor, der kann ja dann mit E-Fuels fahren, weil E-Fuels sind auch CO2-frei. Ja, kann man machen. Fischer-Tropsch-Verfahren brauchen wir dazu, um aus ganz normalen C und H und was man dazu braucht, eigentlich braucht man nur Energie dafür. Alles andere ist fast kostenlos. Aber wie viel Energie braucht man denn? Für einen Liter E-Fuels 30 Kilowattstunden. Dann haben Sie einen Liter E-Fuels, der etwa 10 Kilowattstunden Brennwert hat. Den schicken Sie dann durch den Verbrennungsmotor. Wenn der gut ist, hat der 40% Effizienz. Da kommen 4 Kilowattstunden am Rad unten an. Sie können aber die 30 Kilowattstunden auch direkt in die Batterie pumpen. Dann kommen 28 Kilowattstunden unten am Rad an. Das ist ein Effizienzfaktor 7. Da können wir doch nicht darauf verzichten, wenn wir sagen, wir müssen Energieeffizienz nach vorne bringen. Können wir doch nicht darauf verzichten, einen Faktor 7 zu realisieren, was Energieeffizienz angeht, nur weil wir noch alle am Verbrennungsmotor hängen. Das wird nicht funktionieren. Das Gleiche gilt für das Thema Heizung. Eine Kilowattstunde in der Gastherme erzeugt bei einer guten Gastherme annähernd eine Kilowattstunde Wärmeleistung. Toll, 100% effizient. Eine Kilowattstunde in eine Luftwärmepumpe erzeugt 3 Kilowattstunden Wärmeleistung. Das ist der berühmte COP-Wert. Das werden Sie in Ihrem alten Gebäude nicht erreichen, wenn Sie noch mit Radiatoren heizen und nicht gut gedämmt sind. Aber in modernen Gebäuden erreichen Sie sogar deutlich mehr. Da kann man einen COP von bis zu 4 erreichen. Wieder ein Effizienzfaktor von 1 zu 4. Meine Damen, meine Herren, das können wir nicht liegen lassen. Technologieoffenheit hin oder her. Das ist die eigentliche Aufgabe. Unsere Energiewende ist eine Energieeffizienzwende. Und das müssen wir erstmal begreifen. Es geht nicht darum, einfach nur CO2-frei zu sein. Das ist die klare Erkenntnis, die wir vor 30 Jahren gefunden haben. Es geht in der Zukunft darum, das deutlich effizienter zu machen. Ja, und wie wollen wir das machen? Beispielsweise durch Sektorenkopplung. Warum macht das Sinn, intelligent jetzt zwischen Verbrauch und Anbieter hin und her zu gehen? Nun, weil ihr verbraucht, das ist das Schöne, sie verbrauchen Energie. Und Energie ist immer Leistung multipliziert mal Zeit. Das heißt, wie Sie die Energie aufnehmen, ob Sie sehr viel Leistung und wenig Zeit oder eher mehr Zeit und weniger Leistung haben, ist wurscht. Für den Energieverbraucher kann das aussehen, wie es will. Es könnte damit optimal passen zum Angebot, das Ihnen der Anbieter macht. Und das sieht eben volatil aus, weil der hat jede Menge Erneuerbare, der schwankt im Tageslauf hin und her. Und damit gibt es ein Optimierungspotenzial, den Anbieter an den Verbraucher zu koppeln. Weil wenn ich das nicht tue, dann sagt er, ich muss die Spitzenleistung abbilden und ich weiß nicht, wann der die abruft, also muss ich die immer abbilden. Das ist dann das Angebot, was Sie bezahlen müssen. Obwohl Sie, das sehen Sie am Integral, gar nicht brauchen. Wenn man das also aufeinander abstimmen könnte, ja, und zwar durch eine digitale Kopplung von Verbraucher und Anbieter, dann hat man plötzlich diesen enormen Vorteil, dass man den Netzausbau gar nicht so weit treiben muss, weil man nicht immer nur Spitzenleistung verfügbar machen muss. Wir hatten beim ZVI den Electrifying Ideas Award, kam von der Firma Hager die Idee, lass uns das doch schon auf Quartiersbasis machen. Lass uns doch sozusagen den Stromhandel auf Quartiersbasis machen. Da brauche ich nur das Quartier auszurüsten mit einer bestimmten Leistung, Spitze, und damit senke ich meine Ausbaukosten. Und derjenige, der in Urlaub fährt, der kann seine Verbrauchsdaten anbieten und sagen, ihr könnt jetzt meinen Strom haben, ich brauche gar nicht so viel. Das fährt die Leistungsspitzen dramatisch runter und erlaubt schon auf Quartiersebene so eine Optimierung zu machen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Heute technisch möglich, rechtlich nicht erlaubt. Ja, diese Art Stromhandel in einem Quartier zu machen, geht nicht. Da kommen die Energieerzeuger zusammen, Moment mal, das Geld verdienen wir nicht hier. Das dürft ihr nicht. Das ist klar geregelt. Da gibt es die Netzagentur, die hat das zu tun. Also auch da haben wir Regulierungen erfunden, die uns jetzt massiv im Weg stehen für technisch neue Lösungen. Aber da müssen wir dran. Wir werden diese Regulierung, diese Überbürokratisierung, komme ich auch noch darauf zu sprechen, die werden wir knacken müssen, sonst kommen wir mit all diesen innovativen Ideen nicht voran. Tja, so sieht das dann aus. Man hat einen Smart Meter Gateway, hätte man gerne. Wir haben jetzt ungefähr 400.000 Stück ausgerollt und das BSI sagt, na, lieber nicht weitermachen, die Dinger sind ja gar nicht richtig sicher. Das scheint die Schweden nicht zu interessieren. Die haben ihr Land flächendeckend mit dieser Technologie ausgestattet. Das heißt, sie sind jetzt plötzlich in der Lage, intelligente Verbraucher digital zu koppeln und beispielsweise mit
dem Energieversorger stets zu verhandeln, das machen sie nicht persönlich, sondern das geht ja im Minutenrhythmus, solche Verhandlungen, automatisiert zu verhandeln, wann lasse ich denn nun meinen Kühlschrank laufen? Der muss nicht jetzt im Moment laufen, der kann auch 2-3 Grad zusätzliche Temperatur durchaus verkraften, wenn der nur in der nächsten Stunde irgendwann wieder Energie gibt, wunderbar. Dann sagt der Energieversorger, prima, ich habe gerade im Moment eine Lastspitze, wenn ich dich abschalten darf, wenn ich deine Leistung runternehmen darf, und das muss ich natürlich auf jedes Gerät tun. Oder ich nehme deine Photovoltaik raus aus der Batteriespeisung und lasse die zurück ins Netz speisen, weil ich im Moment Bedarf habe. Oder ich sage deiner Photovoltaik, du speist jetzt in die Batterie, ich kann mit deinem Stromangebot gar nichts anfangen, ist im Moment viel zu viel. Wenn ich das auf Quartiersbasis machen könnte, kann ich schon da einen unmittelbaren Kurzschluss sozusagen durchführen, wenn man Nachbar sein Auto aufladen will und ich nicht zu Hause bin, warum soll der nicht meinen Fotostrom dazu nutzen? Warum soll ich den für 8 Cent einspeisen, wenn der mir 20 Cent fürs Laden bezahlt? Kriegen wir heute noch nicht hin, technisch noch nicht hin, die Gateways sind noch nicht ausgerollt, aber diese digitale Kopplung, das ist ja eigentlich das digitale Geschäftsmodell, da hängen wir ja auch noch völlig in der Luft. Da müssen wir ehrlicherweise sagen, wir haben uns fantastisch digitalisiert, innerhalb der Grenzen des Unternehmens, PLM eingeführt, MES eingeführt, ERP eingeführt, Wahnsinn, alles digital und selbst die Reisekostenabrechnung geht jetzt digital und die Buchhalter müssen gar keine Rechnung mehr eintippen, geht alles mit OCR, KI, toll. Digitalisierung über die Grenze des eigenen Unternehmens hinaus, ja, stellt für uns immer EDI noch die größte Hürde dar. Ja. Vor 30 Jahren erfunden und immer noch so, dass wir, boah, echt, nochmal eine EDI-Ankopplung, ist das anstrengend. Kostet 50.000 Euro und dauert ewig. Und dann kommt noch der Security-Beauftragte und sagt, das geht jetzt so nicht, müssen wir nochmal anders machen, weil das ist ja gar nicht sicher genug und. Ja. Also sind wir noch wirklich ganz weit hinterher. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ja, und das hat der Herr Birnbaum, der CEO von E.ON, gesagt. Da steht nochmal alles drin, was man machen muss. Also Netzausbau. Und zwar kein dummes Netz, wir müssen ein intelligentes Netz haben. Weil nur das intelligente Netz wird diese Sektorenkopplung ermöglichen. Wir können analoge Sektoren nicht miteinander koppeln. Also der Verbrauch und das Angebot muss komplett digital sein. Und deswegen muss auch das Netz smart sein. Es nutzt uns nichts, eine dumme Infrastruktur auszubauen, wie wir sie vor 30 Jahren gebaut haben. Tja, und wie sieht das dann aus in so einem Datenraum? Wie stellen wir uns das vor? Man braucht als erstes, und das ist das Problem von EDI, ein gemeinsames Datenmodell. Das tun wir aber nicht, sondern wenn wir eine EDI-Verbindung aufmachen, dann verbinden wir ein proprietäres Datenmodell mit einem anderen proprietären Datenmodell. Was heißt das? Wir haben jedes Mal einen gigantischen Datenintegrationsaufwand. Das ist der Grund, warum heute alle digitalen Geschäftsmodelle scheitern. Der Aufwand der Datenintegration von proprietären Systemen ist einfach viel zu groß und Sie müssen ihn bei jedem Projekt von vorne machen. Und deswegen sind viele Leuchttürme entstanden, wo man sagt, so geht's. Und da kommt der Betriebsleiter und sagt, ja, aber nicht bei mir, weil der Nutzen ist viel zu klein und die Kosten sind viel zu groß, wenn ich das jetzt ganz ausrolle. Also steht der schöne Leuchtturm da und leuchtet, nur passieren tut weiter nichts. Das haben wir in ganz vielen Fällen so, die klassische Leuchtturmfalle, in der stecken wir drin. Und das kriegen wir nur hin, indem wir entweder das ultimative digitale Geschäftsmodell finden, da wünsche ich noch viel Glück bei der Suche, ich habe das 10 Jahre versucht und bin ergebnislos gescheitert, das gibt es in unserer ausdifferenzierten Industrie nicht. Unsere Geschäftsmodelle sind doch längst belegt, auch wenn wir sie nicht voll digital machen, sondern es geht doch nur darum, Dinge zu digitalisieren, die jetzt nicht wirklich, ich sag mal, alles auf den Kopf stellen, sondern das sind kleine Ideen, die wir dort haben und die scheitern alle daran, dass die Kosten zu hoch sind. Also sagt man, komm, lass bleiben, das lohnt einfach nicht. Ja. Also heißt die zweite Strategie, wenn es das ultimative digitale Geschäftsmodell nicht gibt, die Killer-Applikation, die jeden Kostenaufwand rechtfertigt, und die gibt es nicht, sonst hätten wir sie implementiert, dann muss man eben die Kosten für die Datenintegration runterfahren, um auch die kleinen Ideen machbar zu machen. Und das ist die Aufgabe von Datenräumen, dass wir nämlich gemeinsame Datenmodelle haben, auf die wir uns einmal synchronisieren und dann haben wir es gemacht und können das in jedem Datenmodell nutzen. Da müssen wir eine Semantik und Syntax festlegen. Also Semantik ist der Satzaufbau, Syntax ist die Möglichkeit, das zu analysieren. Das alles zusammen kann man auch Ontologie nennen. Dann braucht man eine Vertrauensbasis, weil der Datenraum kann so sicher sein, wie er will. Wenn die Menschen dem nicht vertrauen, dann passiert da nichts. Und umgekehrt, wenn er ganz vertrauensvoll ist, aber leider nicht sicher, dann ist das Vertrauen schnell aufgezehrt. Also man braucht beides. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sagt, ja, wir haben alles technisch erledigt, ich weiß gar nicht, warum die Leute da nicht rangehen, dann fehlt es genau an Vertrauen. Wir haben das noch nicht geschafft, den Leuten zu vermitteln, dieser Struktur kann man vertrauen. So, und da legt man dann unterschiedliche Geschäftsmodelle drauf und die können von der Wirkung her dann eher überschaubar sein, aber es rechnet sich trotzdem, weil wir den Datenaufwand einmal gemacht haben. Das ist auch neu beim TED-Talk, jetzt wird man hier auch noch akustisch unterbrochen, unfassbar. Ja.
Ja, und wenn Sie wissen wollen, wie es geht, dann können Sie ein wunderschönes Buch lesen vom Herrn Professor Otto, Designing Data Spaces. Also nicht, dass Sie dann wissen, wie es funktioniert, aber Sie sind nur auf einem höheren Niveau verwirrt, weil das ist was für Wissenschaftler. Ne? Das ist nicht für jemand, der mit dem Ding auf dem Schoß was implementieren will. Aber dann ist das genau beschrieben. Sie sehen ja so eine ähnliche Struktur. Da ist immer ein Connector, der sozusagen über das Datenmodell in den Datenraum konnektiert. Und dafür gibt es auch einen Regelsatz, wie man das richtig macht. Und zwar so, dass man die einzelnen Bausteine des Datenraums später auch zertifizieren kann. Und das steht alles in Gaia-X. Gaia-X ist ja so eine Geschichte, die hat eine mehrfache Metamorphose hinter sich. Ganz am Anfang wollte der Peter Altmaier mal einen europäischen Hyperscaler bauen, wo man nicht so richtig war, was soll denn da eigentlich hyperscalen und zum Schluss hat man gesagt, nee, das ist alles Unsinn, lass uns doch eine technische Architektur entwickeln, mit der man genau das erreicht, Sicherheit und Vertrauen. Und da kann ich eigentlich alle Regeln ableiten, die ich brauche, um sichere, vertrauenswürdige Datenräume zu generieren, wenn ich die Policies, Rules und Architecture, die in Gaia-X entwickelt worden sind, nutze. Das ist also heute die Aufgabe von Gaia-X, uns den regelungstechnischen Rahmen zu geben für das, was wir machen wollen. Ja, und dann baut man sowas aus. Die ersten, die es jetzt gemacht haben, ist Catena-X, Automobilindustrie. Interessantes Zitat, selbst BMW ist viel zu klein, um das alleine hinzukriegen. Also das ist schon ein mehrfaches Milliardenunternehmen, was einfach sagt, das kannst du völlig vergessen, ich kriege das alleine nicht hin. Ich muss das über die Branche ziehen. Was die machen wollen, ist eigentlich zunächst mal ein gigantisches SAP-Integrationsprojekt, weil die haben vom Tier 6 bis in den Händler ist alles SAP. Und damit sind die aber gescheitert und gesagt, das schaffen wir nicht, weil in SAP jede Datenstruktur immer proprietär ist. Also sie können nicht sagen, der hat ja auch SAP, muss ja ganz einfach gehen. Nee, tut's nicht, weil die Datenstämme, Teilestämme ganz unterschiedlich sind. Die heben jetzt das also auf das nächste Niveau in die Cloud und haben dort dann ein vereinbartes Datenniveau, auf die sich alle einmal einspielen müssen. Und dann können sie die ganze Kette da oben sozusagen seamless durchconnecten. Ja, das ist die Theorie, da arbeiten die jetzt dran mit unfassbarem Aufwand. Das Bundesministerium hat auch nochmal 200 Millionen reingekippt, dass das auch ja funktioniert. Und schauen wir mal, ob es denn dann funktioniert. Der Aufwand ist brutal hoch, den die hier treiben, um diesen Datenraum zu generieren. Aber das Erste, was sie haben wollen, das haben die in der Corona-Krise gelernt, ist eine Transparenz über ihre Lieferkette. Wenn ich morgen das und das auftragsseitig einlaste, wie reagiert dann meine Lieferkette darauf? Wer hat Zwischenbestände? Wer hat Produktionsaufträge schon gestartet? Wer hilft mir, das abzubilden? Da haben die heute null Transparenz drüber. Sondern die müssen sich dann anrufen und E-Mails schicken und sagen, sag mal, hast du eigentlich meinen Auftrag bekommen und habt ihr den eingelastet, habt ihr das Grundmaterial dafür? Das ist über so eine lange Lieferkette praktisch unmöglich, dass das funktioniert. Das wollen die jetzt erreichen und da sind die jetzt kräftig am Arbeiten, wie gesagt, mit richtig viel Dampf. Insofern habe ich da auch große Hoffnung, dass das funktionieren wird. Und die nutzen halt die Repositories von Gaia-X, also die Regeln, die Policies und so weiter. Ja, da kann man nochmal sehen, wie die das dann machen wollen. Da spielt dieser Eclipse Data Connector eine große Rolle. Es gibt also den Exchange direkt zwischen den unterschiedlichen Teilen der Kette. Man kann das aber auch über so ein Operating Environment machen. Das wollen die auch gleich aufbauen, dass der Mittelstand halt das auch hinbekommt. Ich weiß nicht, warum die sich immer so große Sorgen um den Mittelstand machen, weil die sind in der Regel viel schneller bei solchen Themen als die Großindustrie. Aber da ist eben auch für den ganz kleinen Mittelstand da eine Möglichkeit, sich einfach an diese Operating Environment Struktur anzuknüpfen. Dann brauchen die nicht so viel selber sozusagen zu machen. Da sind die jetzt schon relativ weit und das Entscheidende ist, deswegen habe ich Ihnen die kleine Skizze nochmal angemalt, Gaia-X ist entlang der Wertschöpfung. Wir, Manufacturing-X, wir wollen eigentlich den Lifecycle betrachten. Warum machen wir das? Naja, weil die Wertschöpfung schon abgedeckt ist. Brauchen wir nicht nochmal erfinden. Das gibt es dann bei Catena-X und das können wir sicherlich 1:1 übertragen auf uns. Lifecycle betrachten die nur rudimentär. Haben sie am Anfang auch gar nicht verstanden, dass das senkrecht da auf der Wertschöpfung steht. Deswegen habe ich sie nochmal skizziert. Und das ist dann eben unser Industrial Metaverse, Manufacturing X, soll sich entlang des Lifecycles bewegen. Und das ist natürlich nicht so spannend wie das richtige Metaverse, wo sie da mit ihren Google Glasses durchlaufen und. Weil alles, was wir da finden, sind Verwaltungsschalen, die wir miteinander verknüpfen müssen. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz großes Pfund, die Verwaltungsschale. Mit der wollen wir jetzt also Manufacturing X aufbauen. Und auch da wird sich das Bundesministerium, das BMWK wieder beteiligen. Wir wissen noch nicht, in welcher Größenordnung, aber auch die haben verstanden, das Thema müssen wir noch anschieben. Wir sind noch nicht so ganz, dass sie auch verstanden haben, dass wir nicht nochmal Catena X für die Maschinenbau und Elektrotechnik brauchen, sondern dass wir den Lifecycle betrachten wollen. Das haben die noch nicht so richtig verstanden mit den orthogonalen Linien da, aber das kriegen wir noch hin. Und im Grunde genommen ist dann das, was dort gemacht wird, ein Datenraum, der die industriellen, datengetriebenen, digitalen Businessmodelle
entlang des Lifecycles enablen soll. Das ist das, was wir haben wollen, dass wir eben das nicht nur im Firmenkontext haben, sondern über die Firmengrenzen hinaus. Und dafür haben wir eben, das kann ich überspringen, diese Struktur kennen Sie schon aus Industrie 4.0, haben wir damals entwickelt. Und diese Asset Administration Shell, sprich Verwaltungsschale, die heute von der IDTA, einer gemeinsam von ZVI und VDMA getragenen Organisation, weiterentwickelt und genormt wird, die ist das grundlegende Datenmodell. Und wenn wir uns darauf geeinigt haben, haben wir jetzt eine Chance, mit diesem Datenmodell dann auch die entsprechenden Datenräume zu bauen. Und dann sollte es irgendwann mal losgehen, dass wir das hinbekommen. Die Verwaltungsschale kann eben nicht nur passiv, so dass ich mit einem iPhone beispielsweise über irgendeinen QR-Code das identifizieren und lesen kann. Sie kann über eine API das auch automatisiert machen und sie soll dann irgendwann auch mit einer klassischen Semantik in der Lage sein, eine Machine-to-Machine-Communication, ein Netz aufzubauen. Da entwickeln wir uns hin. Das sind die notwendigen Bestandteile, die wir brauchen, um dann wirklich loszulegen. Im Moment scheitern wir noch an anderen Dingen. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Ich habe ein Asset, Industrie 4.0 Komponente, die wird durch die Asset Administration Shell beschrieben. Und weil ich das alles habe, brauche ich eigentlich keinen Beipackzettel mehr. Ja, ich habe ja das Smartphone, da halte ich drauf, QR-Code lese, wunderbar, toll. Haben wir realisiert, alle Häuser, die ich kenne, haben das gemacht, können also Beispiele geben und zeigen. Unsere Kunden wollen das langsam tun. Könnte man ja auf die Idee kommen, jetzt lass doch mal diesen unlesbaren Beipackzettel weg. Dürfen wir nicht, steht in hunderten von Blue Guides und Verordnungsrichtlinien drin und die EU weigert sich hartleibig zu sagen, ich mache da mal einen Konsensbeschluss, dass das diese Papierversion entwickelt, ohne dass wir in all diese hunderte von Dokumente jetzt rein müssen. Das ist zum Teil sehr schwierig, weil es für diese Dokumente keine Ownership mehr gibt. Sie können jetzt nicht zur EU gehen und sagen, da gibt es eine Durchführungsverrichtung, so und so und so und so. Sag doch mal dem Menschen, der dafür verantwortlich ist, der soll das ändern. Den Menschen gibt es nicht. Die arbeiten in Arbeitsgruppen, wenn das Papier fertig ist, löst sie sich auf. Das heißt, sie müssen wieder über DigiGrow oder irgendeine Initiative eine Arbeitsgruppe bilden und da muss das Europäische Parlament sagen, jawohl, das finden wir auch richtig, dass die Arbeitsgruppe, und dann kommen die Mitglieder und sagen, ja Moment mal, hier geht aber nichts mehr, ohne dass wir das nicht prüfen, ob da auch die Werte der EU in der jeweiligen Durchführungsverrichtung verankert sind, wo man sich dann fragt, Beipackzettel und Werte, wie passt das denn zusammen? Eigentlich gar nicht. Hier wäre es einfach nur sinnvoll, dass einer mal sagt, wisst ihr was, wenn ihr so eine schöne QR-Code-Losing habt, dann braucht ihr keinen Beipackzettel mehr. Nee, kriegen wir nicht. Wir machen nach wie vor hunderte von Millionen Beipackzetteln. Auch wir im Unternehmen legen die, falten die origami-mäßig künstlich da rein mit Schriftgröße 7,2. Kann kein Mensch lesen, liest auch keiner, weil wir verkaufen das ja an den Spezialisten. Ja, und da steht als erstes drin, Achtung, elektrischer Strom kann gefährlich sein. Wer das als Fachfrau, Fachmann nicht verstanden hat, na, der wird dann eben aus dem Genpool aussortiert. Das ist dann aber auch nicht schlimm. Gut. Also, ich komme zum Schluss. Wir haben eine Energiewende vor uns, die wir nur schaffen werden, wenn wir entweder auf Wohlstand verzichten, das tun wir im Moment in massivem Ausmaße, die Menschen merken das jetzt, dass es am Portemonnaie ankommt. Wer mal versucht, sein Haus energetisch zu sanieren, also Photovoltaik aufs Dach und energiegerechte Luftwärmepumpe daneben, der kann mit einem Ticket von 50.000 bis 100.000 Euro rechnen. Das haben Familien nicht auf der Seite liegen. Es ist also völlig unmöglich, dass das, was ich Gott sei Dank als privilegierter Mensch tun kann, ein Maßstab für alle sein kann. Das ist einfach falsch, das kriegen wir nicht hin. Es sei denn, wir akzeptieren, dass es zu einem massiven Wohlstandsverlust wird, weil woher kriegen die Familien das Geld dann? Entweder sie nehmen es aus dem Ersparten, was sie eigentlich brauchen, um ihre Versorgungslücke im Rentenalter aufzufüllen, das heißt, sie sind dann im Alter arm, oder sie nehmen es jetzt auf mit 5-6% Zinsen und sind dann gleich arm. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Ne? Das wird so nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir die Aufgabe lösen, uns zu transformieren und trotzdem Wohlstand weiter zu generieren. Das ist die Hauptaufgabe und das ist an vielen Stellen nicht verstanden. Wenn wir das nicht schaffen, diesen Wohlstand weiter wachsen zu lassen oder zumindest gleich bleiben zu lassen, werden wir eine soziale Desintegration unseres Landes erleben. Das kann man sich in vielen anderen Ländern, wo die Einkommensscheren weiter auseinander sind, angucken, wie das aussieht. Das will keiner. Tja, und die ganz großen Hebel sind wir, Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung. Wir brauchen aber auch Flankenschutz von der Politik, die endlich anfangen muss, diese Überbürokratisierung dramatisch zu lichten, sonst kommen wir an diesem Thema einfach nicht weiter und das digitale Typenschild ist dann nur das einfachste und schmerzhafteste Beispiel. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Herr Siegel, vielen herzlichen Dank.